Vorhin in dieser Sendung haben wir Ihnen das Asylbewerberheim in Neu-Hohenschönhausen gezeigt und die Nachbarn drumherum, die ja so gar keine Vorurteile hatten und zumindest die, die wir gefragt hatten, ganz überwiegend recht positiv gestimmt waren. Dennoch gibt es dort immer wieder Demonstrationen, so auch heute Abend wieder, sowohl von Gegnern als auch von Befürwortern. Und von dieser Konfrontation im Kiez ist uns Uli Zelle jetzt live zugeschaltet. Ja, und natürlich wird wieder skandiert, Lügenpresse auf die Fresse. Es ist schon eine gespenstische Szene hier in Wartenberg. Es sind ungefähr 50, höchstens 100 Rechte, die mit einem Schild bzw. einem Plakat "Kein Heim in Lichtenberg" hier in Neu-Hohenschönhausen auf die Straße gegangen sind. Und sie bezeichnen sich als Bürgerinitiative, aber die Bürger hier haben sich absolut nicht solidarisiert. Also es ist niemand gekommen, niemand hat sich hier angeschlossen. Und man sieht ja, hier ist letztendlich schon der Demonstrationszug zu Ende. Hier kommt schon die Polizei. Und die Polizei begleitet diesen Demonstrationszug mit einem sehr massiven Aufgebot. Es gibt auch eine Gegendemonstration, also gegen die Gegner des Heimes hier, aber die wurden schon vorher gestoppt. Auch dort sind es letztendlich nur höchstens 50 Personen gewesen. Also Fazit dieser ganzen Sache, beide Gruppen ja, haben hier irgendwie, sind hier nicht angekommen. Sie werden also nicht gehört. Die Bürger haben sich weder für die eine noch für die andere Sache instrumentalisieren lassen und es ist durchaus ruhiger geworden, was die Demonstrationen hier in Marzahn, Hohenschönhausen und auch Hellersdorf angeht. Es gibt ja schon seit einiger Zeit hier diese Unruhe, aber mittlerweile ist es wirklich tatsächlich ruhiger geworden und damit wieder vielleicht mit einem positiven Bild wieder zurück ins Studio. Ja, vielen Dank, Uli Zelle.